Der Bamberger Reiter, Sinnbild der Stauferkönige. Seit 6 Jahrhunderten steht diese Figur im Bamberger Dom. Die Staufer, absolute, aber aufgeklärte und gerechte Herrscher. Der Tradition dieses Geschlechts fühlt sich auch einer ihrer Nachfahren verpflichtet. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Wir sind Schicksal noch der Welt, Staufers und Ottonen blonde Erben. Klaus Graf von Stauffenberg. Klaus Graf Stauffenberg und sein Bruder Berthold werden in ihrer Jugend entscheidend von der Gedankenwelt des Dichters Stefan George geprägt, ihrem Meister, wie sie ihn nennen. Eine mystische Welt, durchdrungen vom elitären Gedanken, dass nicht alle Menschen gleich sind. Vielmehr benötige das Volk geistige Führer, die, ihrer Verantwortung bewusst, den Weg weisen können. Adel verpflichtet ist keine hohle Phrase für den jungen Graf Stauffenberg. Hitlers Führerpersönlichkeit fasziniert ihn schon Anfang der 30er Jahre. Damals ist er Leutnant beim Bamberger Reiterregiment. Überhaupt ist 1933 ein besonderes Jahr für Stauffenberg. Im September heiratet er mit Stahlhelm, denn Hochzeit ist Dienst. 3 Monate später stirbt Stefan George, sein Meister. Und was passiert sonst noch im Jahre 33 in Stauffenbergs unmittelbare Umgebung? Der Blick in die Bamberger Stadtchronik belegt mit Zeitungsausschnitten die andere Realität jener Tage. SA- und SS-Leute werden zu sogenannten Hilfspolizisten aufgewertet. Am 11. März werden 17 kommunistische Funktionäre in Schutzhaft genommen. Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Schriftstücke zum Teil in russischer Sprache beschlagnahmt worden. Die Rettung des vermeintlich gefährdeten deutschen Vaterlandes vorgebend, verfolgen die Nationalsozialisten alle politisch Andersdenkenden. In Bamberg stürmt die SS die Gewerkschaftshäuser. Das alles kann man in der Zeitung lesen, im Jahre 1933 in Bamberg. Denn ihr Deutschen, auch ihr seid tatenarm und gedankenvoll. Friedrich Hölderlin. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Wo heute nur noch das Glockenspiel diese Melodie ertönen lässt, stand früher in Potsdam die Garnisonkirche. Üb immer Treu und Redlichkeit, Inbegriff preußischer Pflichterfüllung. Wer dem Monarchen den Eid schwor, verpflichtete sich zu unverbrüchlicher Treue. An diesem Ort inszenieren die Nazis im März 33 den Tag von Potsdam. Der Nationalsozialismus soll in die Traditionslinie preußischer Geschichte gestellt werden. Davon lassen sich viele monarchisch geprägte Offiziere blenden, getragen von einer Welle nationaler Begeisterung. Reichspräsident von Hindenburg marschiert an diesem Tag erstmals an der braun uniformierten Macht vorbei, mit gemischten Gefühlen. Der machtlose Kronprinz Wilhelm dagegen träumt davon, mit Hitlers Hilfe den deutschen Kaiserthron besteigen zu können. Der Kronprinz wird getäuscht, lässt sich von Hitler missbrauchen. Ebenso die Armee, deren alte Großmachtssehnsüchte wieder erwachen. Gut Kreisau in Schlesien, Sitz derer von Moltke, alter preußischer Adel. Hausherr ist in jener Zeit Helmut James Graf von Moltke, der recht früh eine ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus einnimmt. In konservativen Kreisen eine Ausnahme. Grundsätzlich ist die Einstellung der preußisch-deutschen Eliten zum Nationalsozialismus zwiespältig. Einerseits stehen sie dem Regime loyal gegenüber, weil sie mit Hitlers Hilfe Gemeinsames erreichen wollen. Revision des Versailler Friedensvertrages, Abschaffung der republikanischen Institutionen, Wiedererlangung alter Machtfülle. Andererseits, auf die zumeist adlige Elite wirkt die Nähe der Nazis zum Pöbelhaften abstoßend. Zustimmung zu politischen Zielen, Abscheu vor mancher Vorgehensweise der Nazis,
In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch Graf Stauffenberg. Er billigt, wie so viele Deutsche, den Ausschluss der Juden aus Kultur und Staatswesen, verabscheut aber ihre Verfolgung. Stauffenbergs vage Vorstellungen von einem gerechten Staat fußen nicht auf dem Gleichheitsgedanken heutiger Demokratien, sondern auf gewachsenen Rangunterschieden. Allerdings trägt die Führungselite eine soziale Verantwortung für das Volk. 1937-38 schließt Hitler mehrere ihm unbequeme Generäle aus der Wehrmacht aus. Stauffenberg ist, wie viele andere Militärs, über das schäbige Vorgehen Hitlers empört. Doch der Führer verhilft den Militärs zu neuem Ansehen. Sie sind ihm durch den Führereid treu ergeben. Und weil Hitler sich über den Versailler Friedensvertrag hinwegsetzt, gewinnt er weiteren Rückhalt in der Wehrmacht. Und doch, so mancher General, zum Beispiel Erwin von Witzleben, links im Bild, hält Hitlers Kriegspläne seit 37 für gefährlich. In dieser Zeit, unmittelbar vor Besetzung des Sudetenlandes, entstehen bei einigen wenigen führenden Militärs erste Überlegungen, Hitler zu beseitigen, falls er den Krieg gegen die Tschechoslowakei erklären sollte. Aber mit Hilfe des Münchner Abkommens vom September 38 kann Hitler das Sudetenland kampflos besetzen und die Militärs geben ihre Putschpläne auf. Kaum ein Jahr später, nach dem Überfall auf Polen, formiert sich dann um Helmut James Graf von Moltke ein Gesprächskreis, der sich manches Mal im sogenannten Berghaus des Kreisauer Gutes trifft. Hier entwickelt sich ein Widerstandskreis adliger Intellektueller, sozialdemokratischer Politiker, Geistlicher beider Kirchen und einiger Offiziere. Die Gespräche im Kreisauer Berghaus sind geprägt von Moltkes Überzeugung, er müsse gegen einen Geist der Gewalt, der Intoleranz, des erbarmungslos Konsequenten ankämpfen, der nun einmal im Deutschen stecke. Dennoch, Moltkes Gesprächskreis will nicht mehr als über politische Pläne für die Zeit nach dem Nationalsozialismus nachdenken. Das Handeln, den aktiven Widerstand, sollen die Militärs leisten. Zu vielen hält der Kreisauer Kreis Kontakt. Moltke versucht schon Anfang 42 auch Graf Stauffenberg für den Widerstand zu gewinnen. Ohne Erfolg. Stauffenberg lässt ausrichten, erst müsse der Krieg gewonnen werden. Aber bald ändert Stauffenberg seine Haltung. Dieser räuberische Krieg ist nicht zu gewinnen. Deutschland muss gerettet werden, bevor fremde Truppen es besetzen. Der Führer muss beseitigt werden. Diesmal wird nun so abgerechnet, wie wir das als Nationalsozialisten gewohnt sind. Adolf Hitler. Der 15. Juli 1944. Rechts Hitler, links Stauffenberg, der nun zum aktiven Widerstand bereit ist. Das für diesen Tag geplante Attentat wird verschoben. Nachmittags trifft er Generaloberst Ludwig Beck. Mit diesem Irrsinnsbefehl hat Hitler sein zweites Stalingrad eingeleitet. Keine 4 Wochen und die Russen stehen vor Berlin. Stauffenberg, ich frage mich ernsthaft, ob wir für den Zeitpunkt für das Attentat nicht schon längst verpasst haben. Nein, Herr Generaloberst. Deutschland ist besiegt. Die totale Besetzung ist nicht mehr aufzuhalten. Was soll das Attentat noch praktisch für eine Wirkung haben? Herr Generaloberst, es kommt schon längst nicht mehr auf den praktischen Zweck an. Wir müssen beweisen, dass die deutsche Widerstandsbewegung den entscheidenden Wurf gewagt hat. Wenn man Hitler für alle sichtbar in den Abgrund rennen ließe, je mehr die Fronten auseinanderbrechen, desto mehr verrennt er sich in seine Durchhalteparolen. Ludwig Beck ist bereits 38 von seinem Posten als Generalstabschef zurückgetreten, aus Protest gegen Hitlers Kriegspolitik. Wenn der Umsturz glückt, soll Beck das neue Staatsoberhaupt werden. Doch Stauffenbergs Attentat am 20. Juli schlägt fehl. Danke, meine Herren. Graf Stauffenberg, bitte. Albrecht, würden Sie auch hier bleiben? Warum hat es nicht geklappt? Hitler ist tot, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ach, reden Sie keinen Unsinn. Wagner hat mit Steve telefoniert. Resultat, der Schweinehund lebt. Hat Mussolini zum Staatsbesuch empfangen. Sollen wir darüber noch diskutieren? Walküre ist ausgelöst. Aber welcher Schwachkopf hat das veranlasst? Der Schwachkopf war ich, Herr Generalfeldmarschall. Albrecht hat nach bestem Wissen gehandelt. Ich finde Ihre Manöverkritik deplaziert, entschuldigen Sie. Hören Sie mal, Beck. Als Reichsstatthalter stehe ich hinter Albrechts Entscheidung. Danke.
Generalfeldmarschall von Witzleben. Laut Walküreplan übernehmen Sie den Oberbefehl über die Wehrmacht. Sind Sie dazu bereit? Was bleibt mir übrig? Sie werden aber nicht von mir verlangen, dass ich Ihnen und Ihnen zu Ihren Glanzleistungen gratuliere. Berlin ist so gut wie besetzt. Wann denn? Mit wem denn? Etwas präzisere Angaben, wenn ich bitten darf, Herr Stauffenberg. Die Panzer sind im Anrollen, Herr Generalfeldmarschall. Wo stehen denn Ihre Panzer, Herr Olbricht? Zur Verschwörung des 20. Juli gehören auch viele Randfiguren. Eine zentrale Rolle spielt General Friedrich Olbricht, Chef des Allgemeinen Heeresamtes in Berlin. Bei ihm laufen alle Fäden der Verschwörung zusammen. Es ist wohl Olbrichts Initiative gewesen, Graf Stauffenberg zu seinem neuen Stabschef in der geheimen Zentrale des Widerstandes zu machen. Erst seit September 1943 beteiligte sich Stauffenberg aktiv an dem Versuch, Hitler zu beseitigen. Nach dem gescheiterten Umsturzversuch des 20. Juli begeht Ludwig Beck Selbstmord. Olbricht, Stauffenberg und zwei weitere Beteiligte werden sofort standrechtlich erschossen im Hof des sogenannten Bendlerblocks. Die anderen Beteiligten an der Verschwörung, etwa 200, werden von den Nazis mit äußerster Brutalität verfolgt. Fast alle werden zum Tode verurteilt, einige enthauptet, die meisten gehängt, wie Schlachtvieh, so befiehlt Hitler. Fortan vertraut er nur noch den politischen Soldaten, wie Major Otto Rehmer, der den Aufstand des 20. Juli niederschlagen half. Wir sind Gottlob politische Soldaten! Unser politischer Auftrag lautet Verteidigung unseres deutschen Vaterlandes! Verteidigung unserer nationalsozialistischen Idee! Und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen bis zu einem endgültigen Sieg. Sieg, 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 Sieg. Wenn der Henker das Zuchthaus Brandenburg aufsucht, stehen die zum Tode verurteilten Widerstandskämpfer in einer Schlange vor dem Hinrichtungsraum. Alle zwei Minuten rücken sie ein paar Schritte vor. Der Hinzurichtende wurde nach seiner Identität befragt und er hatte dann mit einem lauten, deutlichen Ja zu antworten. Und dann sagte man ihm, Sie sind verurteilt vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Sie gehen dafür in den Tod. Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes. Dann riss der Scharfrichter mit einem Ruck diesen schweren Vorhang zur Seite. Das Geräusch, das Reißen des Vorhanges konnten die im Vorraum befindlichen, auf ihre Hinrichtung wartenden hören. Der Scharfrichter ging dann auf seinen Platz und seine beiden Gehilfen nahmen den Hinzurichtenden, der ja an den Händen auf dem Rücken gefesselt war, legten ihn auf diese Pritsche, hielten ihn oder schnallten ihn fest, spannten ihn ein und dann löste der Scharfrichter den Mechanismus aus. Von den in Brandenburg hingerichteten 1798 Widerstandskämpfern gehören nur 18 der Gruppe des 20. Juli an. Der Schüler, unglücklich das Land, das keine Helden hat. Der Meister, nein, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Bertolt Brecht. Wenige Wochen vor dem Attentat hat Graf Stauffenberg noch einen Schwurtext verfasst, gleichsam sein politisches Vermächtnis. Wir verachten die Gleichheitslüge und beugen uns vor den naturgegebenen Rängen, heißt es da. Bis zuletzt blieb Graf Stauffenberg seinem elitären Führungsanspruch treu. Ein Demokrat nach heutigem Verständnis konnte und wollte er nicht sein. Trotzdem wird er im Nachkriegsdeutschland zum Inbegriff des demokratischen Widerstandes gegen Hitler. Ihr Verhalten nachträglich rechtfertigen müssen jene, die den Krieg überlebten, wie der ehemalige Staatssekretär in Hitlers Auswärtigem Amt, Ernst von Weizsäcker.
und erkläre mich für nicht schuldig. Beim sogenannten Wilhelmstraßenprozess in Nürnberg 1948 wird Ernst von Weizsäcker vorgeworfen, die Deportationen der französischen Juden gutgeheißen zu haben. Er hält dagegen, er könne sich weder als Widerstandskämpfer im eigentlichen Sinne bezeichnen, noch viel weniger aber sich als Verbrecher verstehen. Jeder, der in einer Diktatur lebt, verstrickt sich in diese Diktatur. Auch jeder Regimegegner. Und wird auf diese Weise schuldig. Das hat jeder Regimegegner gespürt. Dietrich Bonhoeffer fragt sogar, in der Haft, sind wir noch brauchbar? Hat uns diese Diktatur nicht so verdorben, dass wir eigentlich genauso geprägt sind wie die Anhänger dieser Diktatur? Die Frage ist nur, und dafür steht der Wilhelmstraßenprozess, wie man über diese Verstrickung nachdenkt, und wie man sich von der Verstrickung distanziert, in die man sich begeben hat. Tut man es, um eine günstige Ausgangsposition in nachdiktatorischen Verhältnissen zu gewinnen? Tut man es also, indem man diese Verstrickung verklärt, verzeichnet, indem man betont, man habe sich mit dem Bösen eingelassen, um das noch Bösere zu verhindern? Oder ist man in der Lage, ganz deutlich zu erklären, warum man erlegen ist, sich deutlich zu machen, was der Preis für die Bequemlichkeit ist, die man im Grunde ja durch diese Kooperation erlangt. Die Verteidiger Ernst von Weizsäckers, als Hilfsanwalt auch sein Sohn Richard, rechtfertigen sein Handeln damit, man habe sehr wohl der Hitler-Diktatur dienen und zugleich Widerstand gegen sie leisten können. Eine doppelte Loyalität. Im Westen Deutschlands wird der Widerstandsbegriff großzügig erweitert, im Osten dagegen eingeengt. Und der Kalte Krieg begann ja doch im Jahre 46 und begann auf deutschem Boden, da ja hier die Hauptgegner zusammenstießen. Auf der einen Seite die damalige Sowjetunion, auf der anderen Seite Amerikaner mit ihren Verbündeten. Und in dem Zusammenhang versuchten ja beide Seiten, die Deutschen für sich zu gewinnen. Und in dem Zusammenhang spielte natürlich dann auch der Widerstandskampf der unterschiedlichen Richtungen eine Rolle. Wie sah das konkret dann so hier aus, dass man begann, doch den antifaschistischen Widerstandskampf ganz groß aufzubauen für die Traditionspflege, für die Geschichte, für die Erziehung, aber im Prinzip reduziert nur auf kommunistischen Widerstand. Das heißt, der militärische Widerstand hat da keine Rolle gespielt? Der militärische Widerstand hat absolut keine Rolle gespielt. Pro forma wurde in mehr oder weniger schlechten Publikationen Stauffenberg noch als ein Held, ein Patriot gefeiert, aber alle anderen Mitkämpfer wurden gar nicht genannt. Und wenn genannt, dann unter der Rubrik imperialistisch-militaristische Verschwörer. So sucht sich das dann auch die ganzen 50er Jahre noch durch. Im Arbeitszimmer von Wilhelm Pieck, dem Staatspräsidenten der DDR, werden in dieser Zeit alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Im Kalten Krieg gilt es, sich gegen den Feind auf der anderen Seite abzugrenzen, um den eigenen Staat zu legitimieren. Man greift zurück auf die antifaschistischen Traditionen des Widerstandskampfes gegen die Nationalsozialisten. Walter Ulbricht trägt im Oktober 1951 dem Politbüro eine Entschließung des Zentralkomitees vor. Es geht um die ideologischen Aufgaben der Partei. Eine Anweisung an die Historiker. Wenn Sie die Geschichte Deutschlands wissenschaftlich ausarbeiten, dann habe dies ausschließlich vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus auszugeschehen. Alles andere sei unwissenschaftlich. Wie die Geschichte zu bewerten ist, wird in der DDR von den Regierenden politisch vorgegeben. Aber auch in der Bundesrepublik gerät die Widerstandsgeschichte unter die Räder politischen Zweckdenkens. Der Widerstand sollte ja benutzt werden in den frühen 50er Jahren auch, um die Bundeswehr in der Bundesrepublik durchzusetzen. Eine Bundeswehr, die damals noch eindeutig in die Tradition der Wehrmacht gestellt wurde. Das war die eine Stoßrichtung. Da wollte Theodor Heuss in dieser Weise nicht mitmachen, indem er also gewissermaßen die menschenrechtliche Dimension dieses Widerstandes betonte. Dank für ein Vermächtnis, das durch das stolze Sterben dem Leben der Nation geschenkt wurde. Die Scham, in die Hitler uns Deutsche gezwungen hatte,
wurde durch ihr Blut vom besudelten deutschen Namen wieder weggewischt. Auf der anderen Seite gab es, und das ist heute vielfach vergessen, in den frühen 50er Jahren massive Kräfte, die auf eine Neonazifizierung der deutschen Gesellschaft abzielten und die Diffamierung des Widerstandes benutzten, um sich in der Gesellschaft, um die sie warben, akzeptabel zu machen. Vor dem Landgericht Braunschweig hatte sich der zweite Vorsitzende der Sozialistischen Reichspartei und ehemalige Generalmajor Otto Ernst Rehmer zu verantworten. Unter den Zeugen befand sich Alexander von Haase, ein Sohn des nach dem 20. Juli hingerichteten ehemaligen Stadtkommandanten von Berlin. Die Anklage wirft Rehmer vor, in einer öffentlichen Versammlung die lebenden und toten Widerstandskämpfer des 20. Juli beleidigt zu haben. Dass er deren Aufstand 44 niederschlug, empfindet Rehmer in Eidtreue fest zu Hitler auch in der Nachkriegszeit als richtig. Seine neonazistische Partei SRP wird 53 vom Bundesverfassungsgericht verboten. Drei Jahre später wird auch die kommunistische Partei verboten. Die Folge: Die kommunistischen Widerstandskämpfer werden ausgegrenzt, ihre Renten- und Wiedergutmachungszahlungen wieder gestrichen. Die Fronten zwischen Ost und West verhärten sich. Ein jeder begründet seine eigene Wiederbewaffnung mit der des anderen Teils Deutschlands. Durch die Schaffung der westdeutschen NATO-Armee, die den volksfeindlichen Zielen und Interessen der Monopolisten und Militaristen dienen soll, wird das Leben des ganzen deutschen Volkes und damit auch der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik bedroht. Ich glaube, für mich beanspruchen zu können, dass ich, so wie nur irgendeiner hier im Hause, ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen. Januar 56 im Arbeitszimmer des Bundeskanzlers Adenauer. Er will für die neu gegründete Bundeswehr ehemalige Wehrmachtsoffiziere rekrutieren. Bedenken hat sein Gast Wilhelm Rombach, Vorsitzender des Parlamentarischen Ausschusses, der das Bundeswehrpersonal auswählt. Rombach lehnt einzelne Bewerber für Führungspositionen ab, weil sie politisch unzuverlässig seien. Adenauer hält dagegen, man müsse auch die Staatsräson berücksichtigen. Rombach besteht darauf, man dürfe die Bundeswehr nicht mit Konjunkturrittern aufbauen. Verärgert beendet Adenauer das Gespräch. Sie sind ja nur ihrem Gewissen verpflichtet. Legende ist jene Geschichte, auf die man sich geeinigt hat. Napoleon Bonaparte. Geschichte ist ja nicht nur die vergangene Wirklichkeit, sondern Geschichte ist auch das, was in unserem Kopf abspielt. Ist das Bild, das wir uns von der Vergangenheit machen. Und wenn das wahr ist, dann ist es natürlich sinnvoll, dieses Bild politisch zu beeinflussen. Und insofern wird dann die historische Auseinandersetzung plötzlich zu einer ganz zentralen Frage der Gesellschaft. Da kollidieren die Rollen. Der Politiker, der Bischof, der General, der Verteidigungsminister möchte mit der Auseinandersetzung um Geschichte ganz bestimmte Deutungen vergangener Wirklichkeit, die gegenwärtswichtig sind, im Grunde an die Öffentlichkeit herantragen. Und der Historiker fühlt sich nun andererseits der vergangenen Wirklichkeit verpflichtet. Und das führt zu einem Konflikt, dem der Historiker dann erliegt, wenn er nicht gelernt hat, dieses Auseinandersetzen, diese Auseinandersetzung um Geschichte zu analysieren, auszuhalten und vielleicht auch mit zu gestalten. Alljährlich wird der Männer des 20. Juli gedacht, zum Beispiel in der ehemaligen Hinrichtungsstätte Plötzensee. In der Bundesrepublik wird der Begriff Widerstand entschärft, denn die große Mehrheit der Kriegsgeneration, die moralisch Anspruchslosen, wie Theodor Heuss sie nennt, muss den vielfältigen Widerstand, den es im Dritten Reich tatsächlich gab, zwangsläufig als Vorwurf verstehen gegen ihre eilfertige Anpassungsbereitschaft. Die Verschwörer des 20. Juli wurden fast alle hingerichtet.
das verstärkt in den Augen der moralisch Anspruchslosen, deren Überzeugung, Widerstand sei im Dritten Reich praktisch unmöglich gewesen. Um diese Überzeugung nicht zu gefährden, wird die Erinnerung an den anderen Widerstand, zum Beispiel die stille Hilfe für Verfolgte, einfach verdrängt. Der Widerstand gerät zunehmend in den Würgegriff politisierter Geschichtsdeutung. Während man einen großen Teil des Widerstandes vergisst, wird Stauffenbergs Tat überhöht. Das sind natürlich die Leute, die da also die Gedenkfeiern ausgerichtet haben, oft natürlich der Faszination einer Persönlichkeit erlegen, die in der Tat, wenn man das Verhalten am 20. Juli sieht, von einer Kühnheit war und einem Wurf war, der nun wirklich außerhalb der Frage steht. Und die Männer, die im Hintergrund standen, verblassen da natürlich etwas vor. Wenn man das also als ganz nüchternen historischer Betrachtung sieht, dann sind natürlich die Männer wie der General Olbricht, der als General die ganze Sache inszeniert hat, und vor allen Dingen Henning von Treskow von größter Bedeutung. Ich würde sogar sagen, der geistig führende Kopf ist Henning von Treskow gewesen, denn er war derjenige, der sich dazu durchgerungen hat, dass man also Hitler töten müsse und dass das miteinander zu koppeln sei. Und Stauffenberg war halt der Mann, der also auch von den Fakten her dafür überhaupt nur noch in Frage kam, das durchzuführen. Als der Verteidigungsminister Theodor Blank 55 die ersten Generäle der Bundeswehr ernennt, werden ihnen Graf Stauffenberg und der Widerstand des 20. Juli als moralische Leitbilder mit auf den Weg gegeben. Die Bundeswehrführung hat sich in ihren offiziellen Verlautbarungen von Anfang an immer sehr nachhaltig auf den, gerade auf den 20. Juli berufen. Da gibt es überhaupt keine anderen Äußerungen, sind mir jedenfalls nicht bekannt. Viele, vor allen Dingen in der mittleren Führungsebene, das habe ich persönlich auch erlebt, taten sich persönlich da sehr schwer, weil sie das geistig nicht auseinanderhalten konnten, wie man diese Dinge miteinander in Einklang bringen sollten. Wie drückte sich das aus? Also ich habe das zum Beispiel an einer Episode erlebt, ein Korvettenkapitän, das war im Jahr 1968, das war ein kriegsgedienter Mann, der war stellvertretender Bataillonskommandeur in einem Marineausbildungsbataillon, und der sagte, wenn ich am 20. Juli eine Rede halten muss, dann nehme ich die vom Ministerium herausgegebenen Verlautbarungen und montiere mir damit einen Text zusammen, weil ich das persönlich gar nicht fassen kann. Das war so ein typisches Beispiel einer Hilflosigkeit, gewisses Opportunitätsdenken, weil er nun also im Dienst war. Konjunkturritter nennt man sie in den 50er Jahren. Leute wie Adolf Heusinger, links im Bild. Bei Hitler war er Chef der Operationsabteilung. Und kaum 11 Jahre später dient er als erster Generalinspekteur der Bundeswehr unter Minister Franz Josef Strauß. Mit dessen Unterstützung wird Heusinger auch der erste deutsche NATO-General. Auf der Grundlage verschiedener Widerstandstraditionen schwören deutsche Soldaten ihren Eid auf beiden Seiten. Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland. Ich schwöre der Deutschen Demokratischen Republik treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung dafür zu verteidigen. Ich schwöre. In der DDR herrscht Anfang der 60er Jahre noch das alte Geschichtsbild. Der militärische Widerstand spielt nur eine untergeordnete Rolle. Natürlich wurde das in den Unterrichten, in den Lehrveranstaltungen, in der Geschichtslehre der militärischen Lehreinrichtung wurde das behandelt, aber immer unter den vorgegebenen Schemata, dass man sagte, also Stauffenberg, Patriot, seine nächsten Mitkämpfer, Patrioten. Aber das eigentliche Anliegen der Männer war eben doch letzten Endes Wiederherstellung des Alten, des Deutschlands, was man ja seitens der SED nicht wollte. Mitte der 60er Jahre wagt man in der DDR eine vorsichtige Revision des Geschichtsbildes. Die Vorreiterrolle übernimmt nicht zufällig ein sowjetischer Historiker.
Ich bin zu Stauffenberg gekommen durch das Studium des ganzen Komplexes 20. Juli. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Ja. Und in diesem Buch also wird dargelegt, dass Stauffenberg den fortschrittlichsten Flügel der Verschwörung darstellte, zusammen mit noch einigen, und zwar den Kreisauer Kreis um Moltke und einigen jungen Offizieren, die sich Stauffenberg angeschlossen hatten. Meine Einschätzung ist also die, dass der Stauffenberg Gruppe und der Kreisauer Kreis den fortschrittlichsten Flügel der Verschwörung bildeten. Die ostdeutschen Historiker integrieren den Widerstand des 20. Juli zunehmend in das Geschichtsbild der DDR. Auch die westdeutschen Wissenschaftler beginnen in den 60er Jahren, den bis dahin in der Bundesrepublik unbekannt gebliebenen Widerstand zu erforschen. Gleichzeitig betrachten sie Graf Stauffenberg differenzierter. Insofern, glaube ich, begeben wir eine ganz große Gefahr, fast ein Vergehen am Widerstand, wenn wir so tun, als wenn der Widerstand ganz bewusst auf die Ordnung des Grundgesetzes zumarschiert wäre. Er war vorkonstitutionell und insofern können wir ihn gar nicht mit den Maßstäben des Grundgesetzes messen. Aber er stand zu Prinzipien der Vielfältigkeit, auch der Rechtlichkeit, die wichtig ist. Nur diese Ziele legitimieren sich für uns aus dem Anspruch, Minderheiten zu respektieren, abweichende Meinungen zu respektieren. Und insofern ist die ganz große Gefahr einer politischen Auseinandersetzung mit dem Widerstand, dass wir versuchen, nachträglich Geschichte so zu glätten, dass wir sie mit dem Strich unserer heutigen Zeit bürsten, wo Widerstand nur verstanden werden kann, wenn wir ihn gegen den Strich seiner eigenen Zeit zu bürsten verstehen. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Willy Brandt. Nach der Vereinigung beider deutscher Staaten stellt sich die Frage, wie die geteilte Geschichtsschreibung zusammenkommen kann. Im Westen Berlins steht das Reichstagsgebäude, ungeliebtes Erbe aus Kaisers Zeiten, gebrandmarkt durch ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Ausgehöhlt von Brandstiftung und Krieg, alte Fassade, neuer Inhalt. Formal ist es Sitz des Parlaments, der vom Volk gewählten Abgeordneten. Aber noch sitzen sie so gut wie nie hier. Nicht weit davon entfernt, im Osten Berlins, steht ein weiteres Parlamentsgebäude. Die ehemalige Volkskammer der DDR im ehemaligen Palast der Republik. Wegen Asbestverseuchung geschlossen. Hier sitzt auch keiner mehr. Feierliche Kranzniederlegung leitet die Großkundgebung am Fuße des Marienberges ein. Noch in den 80er Jahren wurde die Geschichte des Widerstandes im Dritten Reich bei offiziellen Anlässen immer wieder dem politischen Zweck untergeordnet, in der Bundesrepublik wie in der DDR, trotz aller Differenzierung der Historiker. Mit tiefer Bewegung befinden wir uns an der Stätte, die den gefallenen Helden des antifaschistischen Widerstandskampfes gewidmet ist. Der kaltblütige Mord an ihnen steht für ein System, das noch nicht endgültig von der Welt verschwunden ist. Die deutsch-sowjetische Waffenbrüderschaft. Eines der wenigen Denkmäler, die man hat stehen lassen. Hier in Strausberg wurde in einer Feierstunde am 20. Juli 90, kurz vor der Vereinigung Deutschlands, der Amtssitz des DDR-Ministers für Abrüstung und Verteidigung umbenannt in Stauffenberghaus. Bei dieser Gelegenheit ließ Minister Rainer Eppelmann auch alle Angehörigen der Nationalen Volksarmee neu vereidigen. Wir haben ja zu dieser Veranstaltung auch Offiziere und Politiker aus den alten Bundesländern eingeladen, Widerständler des 20. Junis, die erfreulicherweise zum Teil auch dieser Einladung gefolgt sind. Ich weiß, dass andere nicht gekommen sind, weil es für sie unmöglich schien, auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Entwicklung der beiden deutschen Staaten. Aber andere sind eben doch sehr bewusst gekommen. Mit einem bin ich heute noch befreundet. Und da weiß ich, dass hohe Offiziere der Bundeswehr Kritik geübt haben an dem Verhalten
von Graf Stauffenberg, das haben sie nicht vor laufender Kamera gesagt, aber mir gegenüber gesagt, dass er eigentlich etwas getan hat, was man nicht tut. 1990. So ist es. Und ein ähnliches Denken gibt es natürlich auch oder gab es auch in der Nationalen Volksarmee. Auch im Westen alte Feindbilder. 1978 sollte Herbert Wehner, SPD, die Gedenkrede zum 20. Juli halten. Er durfte nicht, weil Franz Ludwig Graf Stauffenberg, CSU, Sohn des Hitler-Attentäters, dies verhinderte. Wehner sei wegen seiner kommunistischen Vergangenheit untragbar. Politisch tragbar war für den Stauffenberg-Sohn 4 Jahre zuvor ein anderer Festredner, Hans Filbinger, ein ehemaliger NS-Marinerichter. Und noch ein Marinerichter, Dr. Kurt Lüder, der erste, der nach dem Krieg wegen seiner NS-Todesurteile angeklagt, aber freigesprochen wurde. Im Juni 1942 hatte er zu Gericht gesessen über den gefreiten Ludwig Baumann, 21 Jahre, dessen Vergehen Desertion. Ich würde sagen, ich wollte einfach dieses Morden nicht mitmachen. Ja, und ich wollte ganz einfach leben. Ich wollte mich nicht missbrauchen lassen für diesen Krieg. Grund genug für Richter Lüder, Ludwig Baumann zum Tode zu verurteilen. Und wie ich heute aus der Akte weiß, wurde dieses Urteil 7 Wochen später in 12 Jahre Zuchthaus umgewandelt, zu verbüßen nach Kriegsende. Aber erst über 4 Monate später, beim Abtransport ins KZ, erst erwägen, erfuhr ich davon. Jeden Morgen früh, wenn die Wachen wechselten, dann dachte ich, jetzt holen sie dich raus. Und wenn sie an der Zelle vorbei waren, war ich wieder für einen Tag gerettet. Und es ist schon so, dass ich auch heute noch manchmal träumartige Zustände davon habe. Wir kamen dann übers KZ nach Torgau. Torgau war auch ein schlimmer Ort der Verfolgung für uns. Es sind Tausende von Todesurteilen dort gesprochen worden. Und wir kamen dann an die Ostfront zum Strafbataillon und dies wurde nur noch dort eingesetzt, bei der zusammenbrechenden Front, wo ganz, ganz wenige von uns überlebt haben. Also von den 25.000 Deserteuren haben vielleicht einige hundert überlebt. Und diejenigen, die nicht desertiert sind, sind ja in der Mehrheit. Wir haben nach dem Krieg 8 bis 9 Millionen Kriegsgefangene. Das heißt, 8 bis 9 Millionen Soldaten stehen zu der Fahne Hitlers bis zum 8. Mai 1945. Und diejenigen, die zu dieser Fahne stehen, fordern, und das ist eine ganz merkwürdige Umkehrung der Argumentation, plötzlich Rechenschaft von denen, die nicht zu dieser Fahne gestanden sind und drücken sie eigentlich dann in eine derartig Defensivposition, dass den Deserteuren bis in die frühen 80er Jahre fast die Argumente auszugehen drohen. Wir sind ja auch nach dem Krieg so sehr diskriminiert worden als Feiglinge, als Drückeberger. Und wir waren so sehr vereinzelt, dass wir es zum Schluss auch selbst geglaubt haben. Und es musste so lange Zeit ins Land gehen, bis wir uns endlich gefunden haben. Wir haben 1990 unsere Bundesvereinigung gegründet. Wir waren 37 alte Männer und eine alte Frau. Und fast alle waren gebrechlich. Wir waren alle arm geblieben, fast. Wir haben keinen Anschluss an die Gesellschaft finden können. Und jetzt wollen wir es nicht mehr hinnehmen. Wir denken, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir, die sich bei Hitler verweigert haben, die so verfolgt wurden, die so grausam verfolgt wurden und gelitten haben, dass wir bis heute nicht anerkannt sind, dass wir sogar vorbestraft sind. Und wenn sich das nicht ändert im Bundestag, dass wir auch noch vorbestraft sterben. Deserteure konnten auch Widerstandskämpfer sein. Aber diese historische Wahrheit wird bis heute verdrängt. Denn der Widerstand des kleinen Soldaten wäre für all jene, die nicht desertiert sind, lästige Mahnung daran, dass ein Aufbegehren doch möglich war. Verdrängen, was nicht ins Bild passt. Der Palast der Republik im Osten Berlins. Er wird verhüllt. So, als hätte es den Staat, für den er stand, nicht gegeben. Stattdessen ein Rückgriff auf das Stadtschloss des letzten deutschen Kaisers. Eine Attrappe. Ein Beispiel vom schwierigen Umgang mit deutscher Geschichte, von Verleugnung und Verklärung. So wurde auch lange Zeit der Widerstand behandelt, als musealer Begriff, ohne Bezug zur Gegenwart. Ich glaube, dass Menschen in jedem Staat gefährdet sind.
mit anderen Menschen in einem Staat zusammenzuleben, heißt immer, sich der Gefahr zum Missbrauch auszusetzen, sich der Gefahr auszusetzen, über andere Menschen zu verfügen, anderen Menschen etwas zuzumuten. Das kennzeichnet die moderne Gesellschaft seit vielen hundert Jahren. Und das rechtfertigt ja auch den Versuch, die Geschichte des Widerstandes über viele tausend Jahre hinweg zu verfolgen. Insofern ist für mich Widerstand in der Tat kein antiquarischer Begriff, sondern ein sehr politischer Begriff. Wer über Widerstand meinetwegen unter Bezug auf die nationalsozialistische Zeit nachdenkt, dem wird es vielleicht gelingen, politische Fantasie zu entwickeln, die ihn irgendwann einmal davor bewahrt, leichtfertig Zumutungen zu folgen, die ihnen andere herrschende Menschen, die über Macht verfügen, auferlegen. Das ist, denke ich, das Wichtige. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Friedrich Nietzsche. Zum 30. Januar 1933, dem Tag, als Adolf Hitler die Macht ergreift, finden sich in der Stadtchronik von Bamberg zwei Zeitungsartikel. Sie berichten vom großen Fackelzug, den die Nazis in Bamberg veranstaltet haben. Davon, dass SA und SS im Zug vertreten gewesen seien. Und der örtliche Bamberger Naziführer verkündet hätte, nun bliebe Hitler so lange Reichskanzler, wie er wolle. Und die Nazis, die SA und die SS-Männer seien mit ihren Fackeln über die Kettenbrücke gezogen, während unten die politischen Gegner sich durch Pfiffe und Schreie bemerkbar gemacht hätten. Oben im Fackelzug der Nazis läuft der junge Leutnant Klaus Graf Stauffenberg mit, aus überzeugter Begeisterung. Am selben Abend sagt er noch, man müsse Verständnis haben für diese echte Volkserhebung. 11,5 Jahre später begeht Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, aus Überzeugung das Attentat gegen Hitler.